Servus! Heute gibt's mal wieder seit sehr, sehr langer Zeit ein Lex labert. Und ich hab schon Bock drauf. Für alle, die Lex labert, absolut überhaupt nicht mehr abwarten können. Ja, Mr. Dorsch. Aber es gibt eine Sache, wo ich auch noch rumlaber. Zwar fast uneditiert, aber trotzdem. Checkt mal den Link in der Beschreibung ab. Zack, dopp. Mein Podcast zusammen mit Robert Stark. Mega geil, macht extrem viel Spaß. Wir haben gerade 2 Folgen produziert und probieren einfach ein bisschen rum. Mega geil. Ja, macht extrem viel Bock. Checkt das auf jeden Fall mal ab. Aber darum geht's heute nicht. Heute geht es nämlich um 5 Spiele, die ich einfach extrem schön finde, beziehungsweise die ich halt einfach mag. Auch wenn ich andere Spiele vielleicht schöner finde oder mehr mag, heißt es nicht, dass sie nicht in diese Liste können. Das ist keine Top 5, sondern das ist nur eine Aufzählung. Hier sind Spiele dabei, die man erwarten wird. Hier sind Spiele dabei, die man nicht erwarten wird, und ich habe auf jeden Fall Bock auf das Video. Ja. Start mal rein, würde ich sagen, ne? Das erste Spiel ist auf jeden Fall Journey. Das habe ich ja auch auf diesem Kanal hier sogar Let's Play. Das haben wir schön in einem Stream durchgespielt. Hat extrem viel Spaß gemacht. Hab's 2-mal durch und es sieht einfach wunderschön aus. Ja, diese Welt, dieser Soundtrack. Spielerisch ist das Spiel nichts. Aber darum geht's heute einfach nicht. Ich find's einfach so unglaublich schön, dieses Spiel. Und ich hab's mittlerweile 2-mal durchgespielt. Hab heute tatsächlich erst überlegt, es noch ein 3. Mal durchzuspielen. War letztendlich aber zu faul, es nochmal runterzuladen. Und jetzt hier, ich nehme es gerade am 25. auf. Morgen kommen also ganz, ganz viele Free Games. Und dementsprechend passt das jetzt einfach nicht rein. Auch wenn es mit circa 2 Stunden Spielzeit ein recht kurzes Spiel ist. Geiles Game. Das zweite Spiel ist Astro's Playroom. Mein erstes PS5-Video war ja zu Astro's Playroom. Und ich habe dieses Spiel geliebt. Ich habe es so sehr genossen. Ich habe es mittlerweile 2-mal durchgespielt. Habe es platinisiert. Sprich, ich habe jede Trophäe zu diesem Spiel gesammelt. Freue mich extrem, dass morgen Astro Bot, also Teil 1 quasi, gratis rauskommt. Werde spielen. Habe ich Bock drauf. Nicht im Stream, weil VR-Streams funktionieren aus irgendeinem Grund nicht. Aber Astro's Playroom war so ein wunderschönes Spiel. Bis heute außerdem auf meinem Profil. Viel mein Hintergrundbild, dieses The Last of Us Easter Egg. Mega schön, ja. Mega geil, wie, was, also dieses Spiel war einfach wunderschön. Der Soundtrack war geil, spielerisch top, hat diesen neuen DualSense-Controller perfekt zur Schau gebracht. Es hat halt einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Ich würde so gerne bald nochmal spielen. Mache ich auch. Aber erstmal ist Teil 1 dran, habe ich noch nicht gespielt. Aber Astro's Playroom, der Teil für die PS5, der exklusive vorinstallierte, top. Top Spiel, sieht wunderschön aus, muss man auch noch dazu sagen, und hat so viel noch dagegen geweckt. Mega geil. Darf auf so einer Liste einfach nicht fehlen. Das dritte Spiel ist Minecraft. Ja, obvious, ja. Dieses Spiel sieht schön aus. Dieses Spiel hat einen extrem hohen Nostalgiefaktor. Ich mag die alten Versionen viel mehr als die neuen, muss man fairerweise dazu sagen. Die neuen sind nicht schlecht, aber machen mir nicht so viel Spaß. Ist ja nicht einfach so das Spiel, wovon ich die meisten Videos gemacht habe. Nicht auf dem Kanal, aber ja, doch auf dem Kanal wahrscheinlich sogar auch. Aber allgemein in meiner YouTube-Laufbahn, mein allererstes YouTube-Projekt war Minecraft. Ich habe lange kein Minecraft mehr gemacht. Wo ich aber dabei war, war im Stream von Robert Stark. Was? 5 Zuschauer? Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir haben den Zuschauerrekord auf YouTube gebrochen! War das laut? Könnt ihr gerne mal abchecken außerdem. War sehr, sehr lustig. Und ja, Minecraft ist ein wunderschönes Spiel, macht Bock. Hat sich für mich aber langsam auserzählt. Ich habe mittlerweile in dem Spiel alles gesehen. Und Spieldurchgänge machen mir nicht mehr so viel Spaß. Leider, ich weiß auch nicht, selbst Multiplayer. Allgemein macht mir das Spiel mittlerweile nicht mehr so viel Spaß. Meine Geschichte zu Minecraft kriegt auf jeden Fall irgendwann nochmal ein einzelnes Video. Weil die ist schon crazy. Ich mag Minecraft. Ein Spiel, welches ich auch mittlerweile 2-mal durchgespielt habe, ist Mirror's Edge. Mirror's Edge Catalyst hat mir absolut nicht gefallen, habe ich sogar auf diesem Kanal gestreamt und irgendwann abgebrochen. Teil 1 war ein verdammt gutes Spiel, sah für damalige Verhältnisse so scheiße gut aus. Also so krank, wie gut das damals aussah. Und allgemein diese ganzen Parkour-Einlagen und alles. Junge, es ist so geil, dieses Spiel. Ich will so gern wieder spielen, aber es kotzt mich so an, dass du auf der PS5 und PS4 keine PS3 Titel spielen kannst. Zumindest nicht alle und nur ausgewählte. Du kannst damit PS Now Mirror's Edge spielen, aber nur online. Und da habe ich keinen Bock drauf, falls es mal leckt oder so. Oder die kleine Verzögerung, die es gibt. Nervt, ja. Würde ich notfalls auch machen. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Könnte auch ein Spiel sein, weil ich nochmal spiele. Wunderschönes Spiel. Extrem geil. Wirklich. Hat mega Bock gemacht. Das letzte Spiel auf dieser Liste ist, wie heißt das eigentlich? Ey, mein Skript heute sieht so gut aus. Real Talk. Also, das ist so ein schlechtes Skript. Also wirklich. Das letzte Spiel ist Cars Matter
International, ein Spiel, welches ich in meiner Favorite Game List drin hatte und dafür ein bisschen ausgelacht wurde, aber mittlerweile spiele ich es nicht mehr, klar, aber damals zur PS2, also ich habe das Spiel auch vom Aussehen her so in Erinnerung gehabt, als sehe es wie The Last of Us Part 2 aus, oder wie das Remake von Demon's Souls, nee, nicht ganz. Als ich mir auf der PS4 das erste Mal PS Now geholt habe, war Castle International ein Spiel, welches mir random vorgeschlagen wurde auf meiner Startseite. Ich habe es gespielt, ich habe 2 Stunden oder so gespielt. Ich habe nichts gemacht, ich bin einfach nur rumgefahren, habe mich gefreut, dass ich mich noch an jede einzige Dialogzeile erinnern konnte, weil ich das ganze Spiel auswendig kann. Legende, geil. Das war's mit dem Video, ein etwas kürzeres, aber ich hatte Bock auf Lex Labert, ich hatte Bock dieses Video zu bringen und ja, tschüssing.